And the Emmy goes to Game of Thrones. Sie waren und sie sind erneut die großen Gewinner. Bei der Verleihung der Emmys haben sich die Fantasy-Serie Game of Thrones und die Polit-Satire Veep als Top-Serien durchgesetzt, wie im vergangenen Jahr. Damit verteidigten sie ihre Positionen am Sonntag bei der Gala zum weltweit beachteten Fernsehpreis gegenüber neuen Formaten. Mitten im US-Wahlkampf war die Politik thematisch nicht weit, als der Veep-Star Julia Louis-Dreyfus seinen 5. Emmy für die Rolle in der Comedy-Serie über das Weiße Haus einheimste. Ihr männliches Pendant war in diesem Jahr Jeffrey Tambor, der in Transparent einen transsexuellen Familienvater spielt. Rami Malek, ein US-amerikanischer Schauspieler ägyptischer Herkunft, konnte seinen ersten Emmy entgegennehmen, als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Drama, für seine Rolle in der Serie Mr. Robot. Bei den Frauen gewann überraschend die Kanadierin Tatiana Maslany für ihre Mehrfachrolle in Orphan Black. Rekordgewinner war Game of Thrones mit insgesamt 12 Emmys. Die Fantasy-Serie war bereits als Favorit in die Verleihung in Los Angeles gestartet mit 23 Nominierungen. The People vs. O.J. Simpson, die TV-Interpretation des Mordprozesses gegen den ehemaligen Footballspieler und dessen sensationellen Freispruch, erhielt 9 Emmys. Moderiert wurde die 68. Preisverleihung von Jimmy Kimmel. Neben ihm nahmen auch andere Sieger in ihren Reden Bezug auf den aktuellen Wahlkampf.